nochmal, gleich mit sich zu fahren. Ja, gleich bei 0,100 kurz ähnlich. Okay. Kamera läuft. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Wie ist denn das überhaupt? Ist der Hinter, bin ich vernünftig hell und Hintergrund ist komplett ausgepflichtet, oder? So, das aber. Sag, wenn läuft, ne? Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt, machen wir mal eine Messung, und zwar 100-200. Ich denke, 0-100 lohnt sich einfach aktuell noch nicht mit meinen super High-Performance-Achilles-Reifen. Das werden wir dann nochmal nachholen in irgendeinem Video. Schmeiß ich das mit rein, wenn wir oder wenn ich die Michelin Pilot Sport S4 schlag mich tot drauf habe. Wir fahren den Wagen jetzt noch ein klein bisschen warm, also ist eigentlich schon gleich warm. Ich habe eine traurige Mitteilung, also eigentlich für mich selber, boah, dieses Fahrwerk, bin ich froh, wenn ein anderes reinkommt. Ich habe eine traurige Mitteilung zu machen, und zwar, ich habe Frostschutzmittel aufgefüllt. Nein, habe ich nicht, genau das ist der Punkt. Ich habe kein Frostschutzmittel aufgefüllt und deswegen ist mir mein Wischwasserbehälter geplatzt. Das heißt, den darf ich jetzt neu kaufen. Geil. Aber Wischwasserdeckel habe ich bekommen. Und zwar von Monkey Parts. Ich blende das einfach mal hier ein, könnt ihr mal gucken. Ist von der Qualität her eigentlich richtig, richtig gut. Bin ich echt zufrieden und sitzt stramm drauf. Und das kriegen selbst meine Finger dann auch nicht mehr kaputt. So, ich lasse mich jetzt mal ein bisschen fallen. Wir schwenken mal von der Kamera jetzt auf die Handykamera, weil das ist hier diese Draggybox. Die habe ich mir von Philipp ausgeliehen. Danke dafür. Dass wir einfach mal die 0,100 messen können. Ich glaube, das ist einfach nur so eine GPS-Box. Ich habe mich damit weiter gar nicht befasst. Du musst dir eine App auf sein Handy installieren, gibst da so ein paar Daten ein und dann hältst du das Handy einfach so oder machst es halt an so eine Station hier, ne? So ein Handyhalter und dann fertig. Dann hast du deine 0,100. Wie 100% genau das Ding ist, weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass das sehr, sehr gut ist. Sonst würde Philipp das ja nicht benutzen. So. Wir machen die Kamera jetzt aus und ihr seht jetzt die 0,100-Messung mal vom Handy. So, wie ihr an unseren Klamotten seht, wir haben es gestern nicht hingekriegt. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Normalerweise solltet ihr so wie bei Philipp ein Video angezeigt bekommen, was mit dem Handy gefilmt wurde. Macht man einfach so halt, ne? Dann wird es mit dem Handy angezeigt, dann stehen da die Sekunden und so weiter. Habe ich aber irgendwie nicht hingekriegt. Das Video geht natürlich ein bisschen länger. Ich spiele euch nach dieser Szene unsere ganzen Versuche ein. Aber jetzt blende ich euch erstmal eine Liste ein. Wir haben zuerst gefahren eine 9,6, nein, falsch, eine 9,76, dann 10,4, 9,6, 10,8 oder 10,08. Dann eine 9,5 und Bestzeit war 9,4. Ja, das waren die Zeiten. Ich hätte ehrlich gedacht, oder ehrlich gesagt, gedacht, dass es ein bisschen flotter ist. Gut, wir waren zu zweit. Ja, die 0,100-Messung, die reiche ich noch nach. Packe ich dann einfach in irgendein Video, machen wir. Wenn dann halt aber die vernünftigen Reifen drauf sind. Ne? Ich würde sagen, ihr könnt, wenn ihr Bock habt, deswegen habe ich diese Szene jetzt hier gleich am Anfang mit reingepackt, um euch nicht unnütz dieses Video gucken zu lassen. Wenn ihr allerdings trotzdem weiterhin Bock habt, unsere Versuche euch anzugucken, dann wünsche ich euch dabei viel Spaß, bleibt gesund. Wir fahren jetzt erstmal einkaufen und dann geht's wieder zurück auf den Couch. Und die letzte Szene so, bam. Wegen dem Buckel. So, also aus. Aus. Und dann einfach ja, so. Ja, ich sage dann jetzt, wenn ich unter 100 bin. So, ist das okay? Ja. Jetzt.
Okay, ich weiß nicht, ob man nicht Stopp machen soll, wenn du bremst. Ja, wenn da steht 200, aber irgendwie so. Hat das auch nicht funktioniert. Hä? Zeigt die Sekunden auch nur an, weil das steht ja von 0 bis 100. Das heißt, er zeigt die Sekunden an, wenn ich ab 100 km/h. Verstehst du? Aha. Bei 200 hört er nicht selber automatisch auf, aber fällt bei 100 automatisch an. Doch, er hört bei 200 automatisch auf. Wir versuchen das gleich nochmal. Nein. So, dann guckst du halt so. Wir sind ja, ich habe dich nur angeguckt. Wir sind hier in der Kurve. Das war so von wegen, wieso machst du nicht die Kamera an? Nein. So ein Blick war das. Hier ist 80, kann ich nicht 100, 200. Ja, seit wann interessiert dich das? Hallo. Ich könnte so ein Beep-Punkt überlegen. Wir hätten lieber ein Autocarpon-Video drehen sollen. Das wäre auch schon geworden. Tunnel, Gang runterschalten. Fenster auf. Hochschalten, Fenster zu, fertig. So, ja. Messen. Warte, erstmal nicht unter 100. Ja. Ja. Jetzt wird es auch gleich dunkel. Damit das nicht nur so eine 0-100-Messung war, nicht, weiß noch nicht mal eine 0-100-Messung, ich sage immer 0-100, aber es war ja eine 100-200-Messung, gibt es jetzt gleich nochmal ein Carporn. Und zwar habe ich mir von Cam4Pro eine Kamera geborgt. So, hier ist das gute Stück. Ich habe das mal auf den Ronin gepackt, auf den großen. Angehen, da ist er. Ist eigentlich eine ganz coole Kamera. Ich bin nämlich am überlegen, ob ich mir die kaufe, gerade für so welche Carporn-Geschichten und sowas. Problem ist mir, weil ich das Ding hier schon Jahre nicht mehr genutzt habe, weil ich ja normalerweise mit dem Ronin S arbeite, habe ich hier ein kleines Problem, dass mir hier eine Schraube fehlt. Sonst könnte ich nämlich eigentlich den Monitor da drauf machen. Jetzt muss ich den festhalten. Aber egal. Ich würde sagen, es gibt jetzt einen kleinen Carporn. Wie ich sowas drehe, das will ich halt besser vorbereiten, damit ihr auch im Endeffekt was lernt. Das werde ich dann auch mit der Kamera, die mich jetzt gerade filmt, euch zeigen. Werde euch auch nochmal zeigen, wie man das mit dem Handy macht und so weiter. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil wenn, dann soll das ja einfach zu 100% perfekt werden.
Deswegen, wie gesagt, gibt es jetzt nochmal einen kleinen Cup Horn. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kleines Fazit nochmal zu der Kamera zum Schluss, bevor das Video dann wirklich endet. Kamera ist nicht bildstabilisiert. Habe ich vorher gar nicht darauf geachtet, das mal zu kontrollieren. Deswegen habt ihr jetzt ein paar gemischte Bilder. Ein paar sind von der Z-Cam und ein paar sind von der Sony Cam. Ja, viel Spaß. Ciao.